Starten. So, herzlich willkommen zur Vorlesung. Wir sind in Model-Driven Engineering und Graphentechnik und so. Dritte Vorlesung, wenn ich alles richtig im dritte? Ja, ne? Und ich habe irgendwo das vorbereitet, aber wo? Mama, Mama, Mama. Ah, da. Wir machen heute Groove. Habe ich noch einen? Irgendwo müsste ich noch Folien offen haben, finde ich. Nö. PDF ist gut, ne? Ja, das brauchen wir gleich auch. Ist nochmal Theorie, sorry. Aber jetzt gerade nicht das, was ich jetzt als erstes suche. Oder wollen wir heute nur Slides, nur Bullshit machen? Google Drive, Moment. So, ihr habt alle mördermäßig diese Theoriehausaufgabe gemacht und Zettel abgegeben. Wisst wieder, wie das geht, so mit Stift und Papier und davon verabschieden wir uns heute so ein bisschen. Das brauchen wir heute, ja. Ist aber noch nicht das Einzige. Wir brauchen auch noch irgendwie Fachgebiet, IHA und dann Vorlesungen zeigt euch. Nicht Microservices, Graph in Model Driven Engineering. Genau, und da die Slides. Ja. Und ja, ich fürchte, es gibt nur diese eine. Okay. Nee, Graph 02, Graphen. Ach, ist auch gerade egal. Ja, super, bitte alles da sammeln. So, wir haben prinzipiell diese Graphensache kennengelernt. Und jetzt gucken wir doch nochmal hier in diese Nummer rein. Gar nicht die richtige. Die wollen wir. Und die will ich öffnen mit Adobe Acrobat. Gibt's nicht. Mist, doch da. Jetzt haben wir es aber bald. Bla bla bla. Graphversetzungsregeln und solche fröhlichen Dinge haben wir gemacht. Dell-Notes und all solche Sachen kennengelernt. Und ja, die Folie, die ich jetzt suche, ist nicht hier. Was wir machen wollten, war jetzt noch mal klar zu machen: Wir haben Graphen formalisiert mit Mengen von Knoten und Mengen von Kanten. Und ein paar Attributscheiß noch, aber das ist es im Wesentlichen. Ne? Ein Graph ist ein? Vier? Fünf? Irgendwie so. Ne? Ist ein Tuppel. Einigen wir uns da drauf. Und die Graphversetzungsregeln arbeiten auf diesen Mengen im Wesentlichen. Und das wird uns nachher auch die Implementierung von Operationen auf Graphen im Prinzip, werden wir uns daran orientieren. Das heißt, wir machen einfach irgendwo eine Menge von Knoten auf und eine Menge von Kanten auf. Und die Kanten machen wir tatsächlich als Nachbarschaftslisten an den Knoten. Kann man auch getrennt in einer eigenen Assoziation machen oder in einer eigenen Collection machen, wie man will. Und dann ist das gut. Ja, und so machen wir das im Großen und Ganzen. Und dann klappt das. Die Semantik von Graphversetzungsregeln sind dann Relationen zwischen Graphen. Das heißt, wir werden nicht nur einen Graphen nachher haben, sondern viele Graphen. Wichtiger Punkt. Graphversetzungsregeln sind auch Graphen. Ja, das heißt, wir gehen mit ganz, ganz vielen Graphen um und wir werden auch Kanten zwischen Graphen haben. Oder Knoten, die Kanten zu Graphen haben und all solche Dinge machen. Dadurch entsteht so ein hierarchisches Graphmodell. Zu dem komme ich gleich. So, eine der spannenden Geschichten, die wir dann brauchen, ist Groove und damit werden wir uns heute im Wesentlichen beschäftigen. Das muss man runterladen und zwar von. Nein, 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 doch da. Hier. Ja, ihr müsst nach Groove googeln. Also Hausaufgabe wird sein, ihr müsst mit dem Groove-System das Missionare- und Kannibalensystem lösen, Problem lösen. Na? Und mir das wahrscheinlich dann nächste Woche mal zeigen oder irgendwie so oder ausdrucken. Müssen wir mal gucken, wie wir das am geschicktesten machen. Habe ich noch keine Idee. Wahrscheinlich GitHub Classroom und dann da einchecken. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Dann kann ich es mir da angucken. Okay. Groove downloaden. Na, irgendwie bababababab. Das gibt es im Wesentlichen hier. Home von Groove ist. Hier irgendwie sowas.
Ihr müsst googeln nach Groove mit Doppel-O. Dann, wenn ihr nur nach Groove googelt, kriegt ihr irgendwelche Musik. Und dann noch irgendwie was mit Graph und Transformation dahinter schreiben, dann kommt ihr bei dem richtigen Ding an. Na? Das ist das System, das Arend Rensing erfunden hat, der an der Universität von Twente jetzt ist. Da holt man sich auch den Download. Boah, 30 Millionen User hat der? Fuck! Das ist SourceForge. Ah. Okay, da wollten wir gar nicht hin. Ah, lass uns nochmal richtig googeln. Groove, Graph Transformation, Yeeha. About Groove, das ist schon das richtige Ding hier. Ja. Na? University of Twente, das ist glaube ich Belgien, ich weiß es nicht so genau. Da, genau, das ist Groove. Arend Rensing ist Schüler vom Hartmut Ehrich im Wesentlichen, ist aber so von außen gekommen. Ich hatte irgendwann erzählt, ne, ganz am Anfang war Schneider, dann war Ehrich Krejowski Nagel. Und der Erik war in Berlin und der Erik hat sich insbesondere damit verdient gemacht, die Idee der Graph-Transformationen in die Welt zu tragen. Er hat ganz, ganz viele andere Leute aus anderen Ländern akquiriert und ihnen das beigebracht in Ungarn, in Brasilien, in Belgien offensichtlich, in Spanien, in Italien und hat im Prinzip das internationalisiert. Und das ist schon der Beitrag, den er gemacht hat, im Wesentlichen. So. Das Groove-System ist insbesondere deswegen spannend, weil das das erste war, das wirklich auf Mengen von Graphen gearbeitet hat. Und das gucken wir uns gleich mal in Ruhe an. Wenn wir das runtergeladen haben, dann kriegt man so einen Ordner. Yeeha. Ah, zeig dich, du Feigling. Häufig verwendet. Google Drive, ja, von mir aus. Ah, come on. Work. Ist noch zu früh am Morgen heute. Haben wir den Strom? Ja, Strom haben wir. Dann sind wir auch Leistung. Dann ist alles gut. Fachgebiet. Vorlesungen. Das kommt als ZIP-Datei. Wenn man das auspackt. Dann kriegt man so einen Ordner. Groove 581 habe ich jetzt runtergeladen. Die machen anscheinend da tatsächlich noch was dran. 57 hatte ich letztes, als ich die Vorlesung gehalten habe, also vor 2 Jahren. Kriegt man so einen Bin-Ordner. Ich kann nicht die Schrift hier größer stellen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Na, und dann hat man im Wesentlichen, könnt ihr das sehen, so verschiedene Dinge. Und zum Beispiel einen Simulator.jar, das ist der, den wir brauchen. Und dann, wenn man den da drauf doppelklickt, passiert überhaupt nichts. Weil ich auf meinem Rechner Java. Ah, doch, hey, es geht ein Fenster hoch und sagt, ich kann nicht starten. Das liegt im Wesentlichen daran, dass ich hier Java 17 inzwischen installiert habe, weil das richtige LTS ist. Und die laufen noch auf Java 8. Ha. Ne? Also besorgt euch ein JDK 8 und dann könnt ihr in einer Konsole, ja, hier oder in der, ich weiß es nicht mehr genau, wo ich es gemacht habe, könnt ihr das aufrufen mit Java, und dann irgendwie, ich bin in den Ordner gegangen und habe dann das richtige Java genommen, minus Java, bin Simulator.java. Wenn man das macht, dann startet das Ding, jetzt lass mich nicht lügen, wo bist du? Hier. Und so sieht es dann aus, so ungefähr. Das kommt tatsächlich gleich mit dem Ferryman-Beispiel hoch, um das wir uns heute kümmern wollen. Finde ich unfassbar toll. Vielleicht das Ferryman-Beispiel. Once upon a time. Wolfziege Kohlkopf wollen über den Fluss, ihr erinnert euch. Es passen immer nur eins ins Boot und der Fährmann natürlich oder der Bauer. Und man sollte aus gegebenem Anlass Ziege und Kohlkopf nicht alleine lassen. Über Wolf und Ziege reden wir nicht. Das ist zu blutig. Und man muss die über den Fluss bringen. So ein ganz beliebtes, uraltes Rätsel, gibt es tausendfach gelöst. Das wollten wir jetzt mit Graphersetzungsregeln lösen. Das ist tatsächlich ein Beispiel, das stammt noch aus meiner, ich glaube, Diplomarbeit. Kann auch sein, aus meiner Doktorarbeit. Ja, wahrscheinlich aus der Doktorarbeit. Meine Frau zieht mich damit immer auf, wenn sie das sieht. Die sagt, machst du das immer noch? Ne? Also wir waren schon im Studium zusammen und dann sagt sie, ach, da ist ja gar nicht weitergekommen, die letzten 30 Jahre.
so ungefähr. Und das ist deswegen ein spannendes Problem, weil man das mit so einem Erreichbarkeitsgraphen lösen kann. Im Wesentlichen ist der Punkt, du kannst, hast eben so einen Startgraphen und eine Menge von Regeln. Jetzt lass uns das mal, kann man das erkennen? Ja, ne? Wolf, Ziege, Kohlkopf, linke Flussseite, Boot, festgemacht an der linken Flussseite, rechte Flussseite. Ne? Und die müssen jetzt so rüberfahren. Dafür hat man verschiedene Regeln, zum Beispiel die Go-Empty-Rule. Ist das immer noch groß genug? Ach komm, wir können uns eine Nummer größer, können wir uns leisten. Bei Vue gab es ein Zoom-In und mit Control klappt bei mir irgendwie nicht. Ah, das ist viel schöner. Na, das ist eine Graphversetzungsregel. Bei Groove ist wie bei Fujaba die linke und die rechte Regelseite in einem Ding gemalt. Na, und die linke Regelseite besteht aus allen schwarzen Anteilen und aus allen blauen Anteilen. Die rechte Regelseite sind die schwarzen Anteile und die grünen Anteile. Das heißt, blaue Dinge werden gelöscht, grüne werden erzeugt. Ja, und der Kontext sind die schwarzen Teile, das muss gesucht werden. Die Regel hier sagt, naja, wenn du irgendwie ein Boot hast, das irgendwie festgemacht ist an irgendeiner Riverbank, dann, und es gibt eine andere Riverbank, dann lösch doch mal diese festgemacht Kante und erzeugt eine Go-Kante. Na, dann stößt das Boot in See, quasi, oder in Fluss, je nachdem, wie man das so sehen möchte. Das ist die Semantik dieser Regel. Okay, wir gucken uns noch eine andere an. Es gibt noch eine Load-Rule. Und ich mache mal das Boot nach hier unten. Macht das Sinn? Ja, von mir aus. Na? So, die sagt jetzt, nimm irgendein Cargo oder irgendeinen Knoten. Der Typ ist mir vollkommen scheißegal. Der auf einer Bank ist, wo das Boot gerade festgemacht hat. Und lösche die Festmachkante, erzeuge eine Go-Kante. Lösche die On-Kante und erzeuge eine In-Kante. Das heißt, du lädst irgendein Cargo ein, irgendeins der Güter. Irgendein Ding, das eine On-Kante hat. So müsste man es jetzt gleich genau schreiben. Und stichst in See. Ne? Und das Einladen wird durch diese Innenkante dargestellt. So, Details. Hier gibt es diese lustige Kante, wo dieses, ich mache das mal hier hin, ungleich dran steht. Größer gleich. Es begab sich. Arndt Rensing ist Berliner Schule. Ne, die Berliner Schule hat einen anderen Graphversetzungsbegriff und die haben insbesondere zugelassen, dass zwischen der linken Regelseite und dem Arbeitsgraphen kein Isomorphismus verlangt wurde. Da geht auch ein Homomorphismus. Ah, super, was ist jetzt der Unterschied? Also die Abbildung, die sagt, das ist mein Match im Arbeitsgraphen, die brauchte nicht injektiv zu sein. Na, das heißt, du konntest zwei Knoten deiner linken Regelseite auf den gleichen Knoten im Arbeitsgraph anwenden. Wenn man Kategorientheorie macht, ist das irgendwie natürlich. Na? Die machen noch andere komplizierte Dinge mit ihren komischen linken und rechten Regelseiten. Da passieren noch kompliziertere Scheiß. Das ist jetzt das, was uns betrifft. Bei denen ist defaultmäßig es zulässig, dass zwei Knödel meiner linken Regelseite auf den gleichen Knödel meiner Arbeitsgraphen abgebildet werden. Und dadurch entstehen verschiedene komische, lustige Situationen. Hier insbesondere würde das Boot von der linken Flussseite wieder zur linken Flussseite fahren. Das wäre überhaupt kein Problem. Ne? Das sticht kurz in den See und fährt dann wieder zurück. Das wollen wir nicht. Und deswegen haben die dann gesagt, naja, wenn du das nicht möchtest, dann mach so ein Ungleich dazwischen und verlange explizit, dass die beiden hier nicht isomorph gematcht, dass die beiden hier isomorph gematcht werden, nicht auf den gleichen gematcht werden. Ne? Und das macht diese komische Kante. Muss man bei Groove explizit hinschreiben, wenn man nicht irgendwas anderes hat, was sicherstellt, dass das auf verschiedene Knödel gemappt wird. Prinzipiell könnte man diesen Cargo-Knödel auch auf die Bank mappen. Das ist erstmal so gültig. Passiert jetzt einfach nicht, weil
In dem Arbeitsgraphen ist Onkanten nur vom Cargo nach dahin geht. Ne? Und weil diese Isomorphie strukturhaltend für diese Kanten gilt, ist irgendwie klar, dass für diesen Knoten ohne Label nur diese drei hier in Frage kommen in unserem aktuellen Graphen. Ne? Aber bei der Bank ist das jetzt erstmal nicht so. Wir könnten uns das leichter machen, sagen, na, wir haben eine Regel, die für die linke Bank und eine für die rechte Bank. Dann bräuchten wir diese Unterscheidung nicht machen, wenn wir dann hier in der Regel selber schreiben würden, Regel, linke Bank, rechte Bank. So, jetzt habe ich wahrscheinlich was Falsches gemacht, habe ich? Ja, habe ich. Habe ich? Habe ich? Nee. Ist noch alles gut. Ctrl Z, geh mal hier irgendwie. Ja, so ist besser. Das war der Arbeitsgraph. Das war die Regel. Hier, das nennt sich State. Das zeigt an, wo die Regel im Arbeitsgraph anwendbar ist. Na, also jetzt kann ich zum Beispiel hier draufklicken, das war die GoEmpty-Regel. Und dann sagt er, hey, ich habe ein Match dafür. Und das wird hier mit so einer grünen Umrandung dargestellt. Kann man das sehen? Ja, ne? Das heißt, ich habe ein Match für das Boot aus der Regelseite, das matcht auf dieses Boot. Die Moorkante hat ein Match und die Bank Left hat ein Match und die Bank Right hat ein Match. Das heißt, diese Regel hat irgendwie ein Match und man kann sich, glaube ich, irgendwie noch genauer angucken, wie das geht, aber, oder sagen, das weiß ich aber nicht genau. Zu dem Groove gibt es unfassbar gute Dokumentationen, die müsst ihr euch wahrscheinlich für die Hausaufgabe durchlesen, insbesondere wie man das editiert hier. Ist unfassbar kompliziert, ist eine relativ komplizierte Nummer, seltsame Tastenkürzel. Ne, als sie das gebaut haben, da war das alles noch nicht so schön standardisiert und deswegen sind da so ein paar Sachen, die sind so ein bisschen old-fashioned. Die Typen, die hier in den Knödeln drinne stehen, ne, Bank, Left und Wolf und solchen Kram, sind nicht wirklich Attribute. Bei Groove gibt es keine Attribute, sondern es gibt nur Kanten. Und wenn irgendwas ein Attribut haben möchte, wie zum Beispiel diesen Typ Wolf, dann ziehst du eine Kante von dem Knoten zu sich selbst. Und weil Arend Rensing das nicht gut hingekriegt hat, hier so Schleifen dran zu malen, schreibt er dann einfach das Label von der Kante, die auf sich selbst zeigt, in den Knoten rein. Und dann kannst du es mit simulieren. Das heißt, diese Bank Left hat tatsächlich zwei Kanten. Der Knoten hier hat zwei Kanten dran. Eine heißt Bank und eine heißt Left. Na, so machen die das. Na? Und ja, das ist komisch, aber was soll's. Na, also tut's und tatsächlich werden auch wir feststellen, dass Attribute und Knödel, die getrennt zu behandeln, ist immer irgendwie ein bisschen blöd. Und dann müssen wir mal überlegen, ob wir das vielleicht auch in unserer Implementierung in 1 machen. Okay, er hat das in 1 gemacht, das ist so der Kram. So, jetzt gehen wir nochmal auf die hier, die ist cool. Nein, die ist uncool. Nein, die ist auch uncool. Lass uns die hier nehmen. Na? Also was der hier anzeigt, ich weiß nicht, ob man das vergrößern kann, ist der aktuelle Graph ist State 0, der Ausgangsgraph. Dann die Regeln, die anwendbar sind, an welchen Stellen sie anwendbar ist. Ne? Und diese Load Rule ist an drei Stellen anwendbar. Für den Cabbage, für den Wolf und für die Ziege. Und weil ich das Beispiel schon ziemlich gut kenne, nehmen wir jetzt mal die Ziege. Und dann kann ich hier doppelt draufklicken und dann macht er das. Uhahaha. Dann erzeugt er, das war der Ausgangsgraph, das ist der neue Graph. Da ist jetzt die Ziege hier drin und das Boot auf dem Weg auf die andere Flussseite. Und darunter ist wieder angezeigt, welche Regeln sind gerade anwendbar. Na? Und der sagt ja, jetzt geht eigentlich nur noch die Unload Rule. Na, und die Unload Rule hatten wir uns noch nicht angeguckt. Das sollten wir mal tun. Da ist die Unload Rule. Boot. Ja, machen wir es mal so. Na? Ich weiß nicht, wie man diesen Stützpunkt da wegkriegt. Bestimmt irgendwie anpacken und dran ziehen. Wow. Wunderschön. Das Boot ist auf dem Weg mit so einer blauen Go-Kante. Blaue Kanten sind Kanten, die gelöscht werden können. Damit ich sie löschen kann, muss ich sie vorher finden. Also gehört mehr oder weniger zur linken Regelseite. Das bezeichnet das Boot. Es gibt nur einen einzigen Knödel, der so eine Boot-Label oder Kante hat. Das ist ein eindeutiger Match. Und dann ist das über diese Go-Kante die Bank eindeutig identifiziert, die ich meine. Dann habe ich irgendwelches Gut, das habe ich aufgeladen. Und dann kann ich das hier im Prinzip
sagen, okay, ich mache fest und lade das Gut, was ich auf dem Boot habe, aus. Ne, das macht im Prinzip diese Regel. So, irgendwo gab es ganz viele Regeln. Das ist alle Regeln, die es gibt. Es gibt eine Load-Regel, die hatten wir schon angeguckt. Es gibt diese Unload-Regel, die macht das unglücklich Umgekehrte. Es gibt eine Go-Empty-Regel, da fährt er einfach so rüber und nimmt nichts mit, brauchen wir auch. Es gibt dann auch entsprechend eine Arrive-Empty-Regel und die gucken wir uns nochmal an. Ja, ich zeichne das Boot immer so weit oben. Hier gibt es so einen komischen roten Knödel. Das ist eine sogenannte Negative Application Condition. Hab ich das eingeführt? Das weiß ich nicht mehr genau. Das war eine Entwicklung, die ist erst entstanden, tatsächlich als ich damals auch so meine Diplomarbeit gemacht habe. Es war Ende der 80er Jahre. Da hat man gesagt, wir brauchen so ein Not. Ne? Ne, bist du noch aus Logik, du brauchst immer and oder und not, damit du eine ordentliche Prädikatenlogik hinkriegst. Wir brauchen irgendwie so ein not. Und was wir sagen wollen hier ist, naja, wende diese Regel bitte nur an, wenn kein Cargo im Boot ist. Ja, und die Semantik davon ist ziemlich kompliziert, weil da viele mathematische Formeln. Intuitiv ist das ziemlich simpel. Such für die schwarzen und blauen Teile ein Match. Und wenn du den gefunden hast, versuch den gefundenen Match zu erweitern für ein Match für die roten Teile. Wenn das geht, dann ist es kein Match. Dann ist das keine gültige Anwendungsstelle. Wenn du den schwarzen Match nicht um so einen roten Teil erweitern kannst, dann ist die Regel gültig. Es darf also im Kontext des schwarzen Matches die roten Anteile nicht geben. Fertig. Und das kann man auch alles schön mathematisch beschreiben mit Mengen und so. Ist nicht so kompliziert. Macht jetzt eben dieses, das ist halt dann so eine erste Teilgraphensuche für den inneren Graphen und dann den erweiterten Graphen. Und wenn der erweiterte Graph an der gleichen Stelle ein Match hat, dann ist es böse. Sonst darf man das machen. Okay. Da gab es auch lange zwischen den verschiedenen Schulen Kämpfe darum, wer die schönsten negativen Application Conditions hat. Und die kann man auch noch ineinander schachteln, Not, Not und so. Und spätestens ab dem dritten Not versteht man überhaupt nicht mehr, was man da jetzt hingemalt hat. Und lauter solche fröhlichen Dinge. Es gibt noch eine EAT-Regel, die dann da sagt, naja, also wenn ich irgendwas habe, was auf meiner Bank ist, das irgendwas liked, was auch auf meiner Bank ist, und das Boot ist nicht gerade hier festgemacht. Es gibt keine Moored-Kante. Das ist dieses Not hier vorne. Das ist auch eigentlich eine negative Application Condition. Dann gibt es nachher das eine Gut nicht mehr. Ne, also hat die Ziege den Kohlkopf gefressen im Zweifelsfalle. Ne, wenn wir brauchen so ein drittes Ding mit so einem veganen Ding, Beispiel. Das ist so. Ne, vielleicht noch mit Eis oder ich weiß es nicht genau. Okay. Gut, und es gibt hier noch so eine Final Condition, die sagt, jetzt bin ich fertig. Ne? Und das sucht einfach nur nach Cabbage Goat Wolf, sind alle drei auf der Bank Right. Und ich habe da mein Boot auch. Wir sind alle drei drüben und der Bauer oder der Farmer ist auch da und alles ist safe. Das ist die Zielsituation, die wir erreichen wollen. Diese Regel ändert nichts an dem Arbeitsgraphen. Das heißt, wenn die einmal anwendbar ist, dann ist sie danach direkt wieder anwendbar. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, das sehen wir gleich in unserem Beispiel. So, hier hatten wir States und hier wollten wir dieses uns angucken. Ja, jetzt sind wir hier rübergefahren. Wir wenden die Unload-Regel. Die hat nur ein Match. Na, dann machen wir das doch mal. Klicke ich so doppelt drauf. Dann steht ein neuer Graph. Da ist das Boot jetzt da festgemacht. Lass uns mal hier klicken. Nö, ja, doch, nein, weiß nicht. Und jetzt gibt es zwei Regeln, die sind anwendbar. Ich könnte ein Go-Empty machen. Oder ich könnte eine Load-Rule machen und das, was ich gerade hatte, wieder aufladen. Das kann ich hier in dieser Situation machen. Weil ich das Beispiel schon so gut kenne, mache ich jetzt mal so ein Go-Empty. Na? Und so weiter und so weiter. Kann sich jeder ungefähr vorstellen, wie es so funktioniert? So, das, was das erste Mal bei Arend Rensing war, war, dass man mehrere Graphen hintereinander hatte, dass man zu jedem Graphen die Regeln hatte und die Anwendungsstellen, die diese Graphen hatten, die Regeln hatten, und dass man das alles sehen konnte. Das gab es bei Progress, was ich damals gebaut habe, noch nicht. Da ist Arend damals wirklich unfassbar weit vorne gewesen und das will man haben. Ich will sagen,
Eure Implementierung bietet das bitte schön auch. Ne? Ich möchte das im Prinzip nachher haben, am Ende des Semesters von jedem von euch, dass das im Wesentlichen die Funktionalität von Groove hat. Ich möchte bitte wissen, ich möchte viele, viele Graphen hintereinander haben und ich möchte zu einem einzelnen Graphen dann bitte wissen, welche Regeln sind wo anwendbar. Ne? Zeig mir alle Regeln mit allen Matches. Das sind so Dinge, die wir berechnen können wollen. Und das ist dann auch nicht schwieriger, als wenn man für eine Regel ein Match rechnet. Da muss es dann wirklich nur merken. Ne? Also nicht, keine Panik, das geht schon. So, das, was Arend Rensing dann auch gemacht hat und was auch besonders war, ist dieses LTS, nennt er das. Das ist ein Linear Transition System oder Linear Time System, bin ich mir nicht ganz sicher. Jetzt geht es nochmal so ganz kurz richtig tief in die temporale Logik rein. Und temporale Logik, kennt das irgendeiner von euch schon mal von gehört? Linear Time Logic, ganz, ganz komplizierte Dinge, die Martin gerne macht. Ne? Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt das jetzt mit dem normalen Prädikatenlogik verstanden, klebt ihr euch da als nächstes damit. Das ist das, was man benutzt beim Model Checking. Und es geht im Prinzip darüber, Aussagen über Abläufe zu machen. Also Folgen von States im Großen und Ganzen. Und wenn man ein paar Schritte zurücktritt, dann ist das im Wesentlichen so ein Linear Time Logic System, eine Folge von Zuständen, Übergängen dazwischen, was ein endlicher Automat ist. Na, also endlich, na, wenn dieser Graph endlich ist oder dieser Automat endlich ist, dann ist es alles easy, wie wir wissen. Da kann man alle möglichen Fragen beantworten und dann ist es gut. Wenn er nicht endlich ist, muss man komplizierte Sachen machen. Na, und beide diese Dinge werden wir hier besprechen, im Großen und Ganzen. Mhm. Ja, das kommt auch noch. Genau, ist ganz wichtig. Gucken wir es uns gerade an, wo du es ansprichst. Also ja, es gibt Prioritäten bei den Regeln. Ich habe in meiner Diplomarbeit Kontrollstrukturen entwickelt. Das war dieses Choose, And oder dieses Hintereinander ausführen von Regeln mit dem kaufmännischen und diesen ganzen komischen Kram und dann solche Dinge mehr. Das kommt ja ursprünglich aus der Graph-Grammatikwelt, diese ganze Idee, oder aus der textuellen Grammatikwelt, und die fanden Regeln, wann darf welche Regel angewendet werden, in welcher Reihenfolge sollen die angewendet werden, fanden die Theoretiker total blöd. Na, und wenn du über Mengen von Graphen Aussagen machen möchtest, was sind mögliche erreichbare Graphen, dann sind diese Kontrollstrukturen, die sind so ein bisschen schwer zu handhaben. Na, kriegt man schon auch hin, habe ich ja auch gemacht. Aber die fanden die Idee doof. Und dann haben die gesagt, nee, es muss mit ein bisschen weniger Kontrollstrukturen gehen. Wir wollen eigentlich eine Menge von Regeln haben, die beliebig anwendbar sind. Und was man jetzt aber bei dem Wolf-Ziege-Kohlkopf natürlich zu Recht haben möchte, ist, man möchte, dass diese EAT-Regel nach Möglichkeit, dass das nicht vorkommt. Ja? Und was man schon gar nicht möchte, ist, dass kann so eine Situation, wo man essen könnte, nicht das Essen dann nicht durchgeführt wird, weil der Bauer schnell genug zurück ist. Ne? Der ist schnell hip und wieder zurück und der hätte jetzt essen können, aber hat die Chance nicht genutzt. Das wird der Semantik des Rätsels nicht gerecht. Na, also das Rätsel sagt eigentlich, wenn der nur einmal kurz nicht hinguckt, dann ist das schon passiert. Ne? Dann hat Arend Rensing sich hier entschieden zu sagen, okay, wenn ich das Ferryman-Beispiel machen möchte, komme ich mit einem reinen Grammatikansatz nicht hin, was er eigentlich am liebsten gemacht hätte, dann brauche ich diese Prioritätsregeln. Na? Oder so hat das gemacht. Man kann das prinzipiell dann, die machen das mit Semantikrückführung. Ne? Du kannst im Prinzip immer sagen, wenn ich Prioritäten habe der Stufe 0 und der Stufe 1, also 1 ist höher priorisiert, dann nehme ich einfach die höher priorisierte Regel, davon nur die linke Regelseite, als negative Anwendungsbedingung in alle anderen Regeln rein. Ha! Na, dann sage ich, okay, du kannst jetzt rüberfahren, aber nur, wenn es kein EAT gibt. Na, oder du kannst jetzt einen Unload machen, aber nur, wenn das EAT nicht geht. Und dadurch kann ich das auch herstellen. Das heißt, jetzt haben diese Prioritäten, die er hier hat, kann er über Semantikrückführung auch auf reine Graphgrammatiken regeln. Dann greift die ganze Theorie wieder und dann hat das Ganze eine schöne Semantik. Und das war jetzt für ihn der einfachste Weg, das zu machen. Na, und dann prinzipiell haben wir damals uns lange darüber gestritten, was der richtige Weg ist. Und naja, Arend fand das am schönsten. Das ist aber am Schluss alles Ganzen ist es gehupft wie gesprungen. Du kommst immer hinterher beim selben raus.
Und letztendlich ist der Konsens, naja, wenn du das ein bisschen besser steuern möchtest, was da passiert, dann brauchst du irgendwie irgendeinen Kontrollmechanismus, ne? Und Prioritäten ist so das, was den Theoretikern am wenigsten wehtut, ne? Und die Softwaretechniker haben gesagt, nee, wir wollen richtige ne, Sequenz, Fallunterscheidung und Schleife haben. Gut. Hey. LTS. Hier gibt es so einen fröhlichen Knopf, do it. Dann macht er das alleine. Was er jetzt macht, ist so ein Brett First Search, glaube ich. Der guckt immer nach irgendeinem State, wo noch eine Regel anwendbar ist. Das sind die, wo hier oben dran steht. Und wendet die Regeln dann an. Und dann macht er zwischen dem Graphen oder dem State oder was auch immer und dem Folgegraphen, wo er die Regel angewendet hat, immer eine Kante und schreibt an die Kante den Namen der Regel, den er hier angewendet hat. Ja, und das macht er hier fröhlich vor sich hin. Man kann auch auf Fast Forward drücken, aber es ist so schön, ich gucke mir das immer gerne in kleinteilig an. Das Ganze hier ist, glaube ich, mit Swing implementiert. Ist so von der Benutzeroberfläche so ein bisschen nicht ganz so komfortabel, wie man das heute gewöhnt ist, formuliere ich jetzt mal so. Ne, aber die Theoretiker fanden das schon alle sehr schön. Okay, es läuft noch. Okay, mach mal ein bisschen mehr Speed. Komm hier, gib ihm. Cancel. Ist fertig. Sit. Jetzt ist er fertig. So. Jetzt gucken wir mal. Irgendwo muss es so ein Ding geben, wo Final drin steht. Und da kann man auch theoretisch nach suchen. Ich weiß nur nicht wie. Oh, fuck. Filter. Ja, ist auch nicht fertig, ne? Dann lassen wir es mal weiterlaufen. Läuft er jetzt noch weiter? Speed, ja, hey, Full Speed. Das ist cool. So, ne? Der Graph, den er hier aufbaut, jeder Knoten, der hier steht, steht für eine Situation. Also Wolf, Ziege, Kotkopf und sind irgendwo verteilt im Fluss und auf unserer Landschaft. Das heißt, es ist ein Graph, wo die Knoten Graphen repräsentieren. Und dazwischen gibt es Kanten, das heißt, wir müssen das so schachteln können. Das ist eine Sache, die Arend Rensing im Prinzip vorschlägt. Als ich angefangen habe, einen Compiler für Graphversetzungsregeln also zu bauen, die erste Graph-Engine, habe ich immer gedacht, ja, mein Graph, das ist irgendwie sowas wie ein Syntaxbaum von einem großen Programm, mindestens mal ein Klassendiagramm mit ganz vielen Attributen, Methoden, Methodenrümpfen und so ein Kram. Und der ist inhärent groß. Wir hatten in Aachen Graphen, die wir in der Datenbank abgelegt haben, die waren megabyteweise groß. Und die Idee, dass ich eine kleine Regel anwende, die dann nur so drei, vier Knödel anpackt und ein ganz bisschen ändert und dann jedes Mal bei der Regelanwendung eine Kopie von dem Graphen erzeugt, das fand ich abstrus. Das war, hat es einfach gesprengt. Das war jenseits meiner Vorstellungskraft. Und deswegen haben wir das nicht gemacht. Wir hatten immer nur einen aktuellen Graphen und nicht so viele. Na? Ja, Arend Rensing hat sich gesagt, ach, ehrlich gesagt, alle Beispiele, die ich in meinen Papieren sehe, sind nie größer als 10 Knoten. Das kann man locker machen. Na, und da hat er auch recht. Na, also die meisten Sachen, wofür wir das anwenden, sind halt relativ kleine Graphen. Und dann kann man das machen. Tatsächlich ein bisschen später, nachdem Arend Rensing das gemacht hat, so 5, 6, 7, 8 Jahre später, haben wir da festgestellt, ja, du kannst auch eine Delta-basierte Speicherung machen, so wie Git. Ne, du musst hier nicht wirklich eine volle Kopie jedes Graphen machen. Es reicht, wenn du dir merkst, wie du von einem zum anderen kommst, ne, so mit so einem Delta. Und dann tut es das auch. Ne, und dann haben wir tatsächlich auch irgendwann gemerkt, ne, es gibt auch so eine Möglichkeit, so einen Shared Core machen. Also, dass es zwei verschiedene Graphen gibt, die Mengen von Knoten enthalten. Und dass es aber das Knotenobjekt von den Knoten, die in beiden Graphen gleich sind, mit gleichen Attributwerten, gleichen Kanten dran, nur einmal geben muss.
Ne? Und dann kannst du so eine shared überlappende, delta-basierte Speicherung machen, dann geht das auch für große Graphen. Ne? Eine dieser Dinge, ich glaube, das machen wir bei uns in eurer Implementierung nicht. Das ist nochmal ein ziemlicher Brainfuck und da passieren auch komische Dinge. Aber das kann man auch noch machen. So, jetzt ist das Ding hier fertig und jetzt suchen wir nochmal nach dem 89. Da steht Final dran. Hey, ne, das bedeutet, hier gibt es eine Kante, Final geht von dem Graphen zu dem Graphen. Ne? Weil der ist ja nicht geändert worden. Und das heißt, und das wird dann hier als Label dargestellt, genau so wie Arend Rensing das macht. Das ist überhaupt eine Sache, die müssten wir nochmal uns genauer angucken. Und das ist tatsächlich noch so eine Sache, die, also erstmal Arend hatte die unfassbar coole Idee, hey, es kann mehr als einen Graphen geben. Ne? Wir können uns einfach hier jedem Schritt einen neuen machen. Ne? Machen wir uns immer fröhlich eine Kopie. Und jetzt brauchen wir irgendwo eine Stelle. Das sieht man nicht gut. Da, wo er dieses Go Empty macht, da müsste man eigentlich, ja, da kommt sofort ein Eat. Deswegen kommt man nicht zurück. Hat er recht. Hier gibt es ein Load, da gab es auch, wo es kein Eat am Anschluss kommt, brauchen wir. Da, hahaha. Da gibt es ein Load, da kommt kein Eat, da kommt dann ein Unload. Und dann gibt es die Möglichkeit, direkt wieder ein Load zu machen. Ne, also wir fahren mit der Ziege rüber, laden die aus, laden die Ziege wieder ein und fahren zurück und machen wieder einen Unload. Und dann sind wir wieder da, wo wir vorher losgefahren sind. Ne? Und guck mal, hier geht die Kante zurück zu dem Startzustand. Da vorne ist nur eine kleine Pfeilspitze. Ne? Und das ist jetzt mal das, was bei Arend Rensing so richtig verrückt ist. Ne? Also, wir haben gelernt, zwei Graphen auf Isomorphie zu vergleichen, ist NP vollständig. Das ist ein böses, hartes, exponentieller Aufwand erforderndes Problem. Was schon für eine kleine linke Regelseite, die ein Match in dem großen Graphen sucht, unfassbar schwer ist. Arend Rensing sagt, nein, wir vergleichen die beiden großen Graphen miteinander. Gar kein Ding. Und nicht einen großen Graph mit einem anderen, sondern wir haben jetzt hier ein paar hundert Zustände. Jedes Mal, wenn er eine Regel anwendet, erzeugt er einen neuen Graph und muss gucken, hey, dieser neue Graph, hatte ich den schon mal? Das heißt, der macht einen Isomorphie-Check zwischen dem neuen Graph und allen 100 Graphen, die er davor erzeugt hat. Oder 1000 oder 1 Million. Unfassbar. Und jeder von diesen beiden Isomorphie-Checks ist NP vollständig. Das ist so irre, dass selbst ich gesagt habe, nee, sowas machen wir nicht. Und Arend hat gesagt, ach komm, lass uns das mal probieren, das geht schon. Und hat das einfach so implementiert und funktioniert wie Sau. Und tatsächlich werden wir die Technik, die er da verwendet hat, insbesondere nochmal kennenlernen. Der macht das mit sogenannten, der rechnet einen Hashcode aus. Ne, der rechnet für den Graphen einen Hashcode aus und dann guckst du im Prinzip nur nach, habe ich schon einen, der den gleichen Hashcode hat und dann brauchst du dich erstmal nur noch mit dem zu vergleichen. Ne, dann musst du noch einmal einen Isomorphie-Check machen, aber typischerweise nur mit einem Graphen oder mit gar keinem. Ne, also, und dann ist das unfassbar effizient. Ja, und tatsächlich, wenn du es einigermaßen geschickt machst, diesen Hash zu berechnen, dann geht jedes von diesen Isomorphie-Tests, hatte ich diesen Graphen schon mal in Groß O von 1. Ne? Also ist vollkommen easy. Ne? Du rechnest einmal den Hashcode aus, na gut, das ist Groß O von N des Graphen. Ne? Also den Hashcode ausrechnen, da musst du schon alle Knoten dann berücksichtigen. Aber es ist unfassbar billig. Ne? Also das geht total schnell und total effizient. Funktioniert natürlich nur heuristisch und nicht immer und papapap, bla bla bla, aber an und für sich funktioniert das super gut. Ne? Man kann jetzt so einen einzelnen Graph sich angucken, aber ich weiß nicht wie. Ich glaube, wenn man doppelt draufklickt und dann hier auf State guckt, dann ist das der. Dann hat er den selektiert. Schlag mich tot. Ja, S21, das ist genau der. Das ist, gibt es hier noch Regeln, die anwendbar sind oder nicht? Ne, also sie müssten jetzt alle closed sein. Der sagt, wenn er den erzeugt, guckt danach, hier sind noch Regeln anwendbar, hier muss ich nochmal gucken, das ist eine To-Do-Liste. Genau, Final ist unser Zielgraph, das war der 89, hattest du gesagt? 79, ne?
Da. Ja, die Regeln sind noch anwendbar. Ne, du kannst, auch wenn du wertig rübergefahren bist, kannst du wieder zurück, wenn du willst. Dann geht die Kante wieder hoch zu Zuständen, wo du schon gewesen bist. Ne, Go Empty ist tatsächlich nochmal ein neuer Zustand. Aber sonst gehen alle Kanten dann nachher noch, also danach kommst du nur noch zu Zuständen, wo du schon gewesen bist. Ja, könnte man machen. Da musst du dann im Prinzip das Final als negative Endlings Condition zu allen anderen Regeln dazu tun. Das macht die Regeln unfassbar kompliziert und alles langsamer. Ja. Klar. So. Dieses Ferryman's Problem ist deswegen relativ dankbar für diesen, also erstmal dieser Graph, den wir hier jetzt sehen. Der Graph über alle möglichen Graphen, die ich erreichen kann, den nenne ich Erreichbarkeitsgraph, im Englischen Reachability Graph. Arend Rensing hat das tatsächlich Linear Transition System genannt und hat dann auch diesen Graphen tatsächlich nicht als Graph implementiert, sondern mit Prädikatenlogik Sachen. Das sind für ihn Formeln. Der Idiot. Na, und dann hat er das mal vorgestellt und ich sagte ihm, und hat dann gesagt, ja, und hier drin muss ich jetzt irgendwelche Pattern finden und so, das ist doch ein Graph, ne? Mach schon eine Graphversetzungsregel. Dann hat er sich auf den Kopf geschlagen und sagte, scheiße, zu spät. Ich habe schon so viel Implementierung da reingesteckt, habe ich verpennt. Na? Wir werden das machen, wir werden das wirklich als Graph implementieren und das heißt, wir können auf diesem Erreichbarkeitsgraph jetzt wieder Graphversetzungsregeln machen. Na? Und dann, was wir im Wesentlichen machen, um da drin ein Muster zu suchen. Na, und dann können wir so Fragen stellen, Regelsachen, wo finden wir mal irgendeine Stelle, wo ein Eat vorkommt? Na? Und solche Dinge mehr. Oder finden und solche Klamotten mehr. Und dann kannst du sagen, okay, Eat, das möchte ich eigentlich nicht. Und dann sagst du, jetzt möchte ich meine Regeln bitte so erweitern, dass das nicht mehr vorkommt. Na? Und dann nimmst du in die, hey, bevor du losfährst, guck nochmal, ob da irgendein, ob da der Scheiß entsteht, also der weiteste linke Regelseiten um negative Anwendungsbedingungen. Und dann kannst du hier anschließend in diesem Graphen fragen, so, wird jetzt immer noch gefressen? Hey, nicht mehr? Hey, mein Regelsystem ist safe. Na, ich habe das jetzt so implementiert, dass kein Verlust an Mensch und Material mehr vorkommt. Na? Und das ist jetzt, wir haben eine Security-Eigenschaft bewiesen, eine Sicherheitseigenschaft, die wir fordern wollten, und haben sichergestellt, dass unsere Implementierung eben sicherstellt, die Regelanwendung, dass da nichts schief geht. Unfassbar schön. Ja, und das vollautomatisch. Großartige Sache das. Funktioniert leider, jetzt um das mal ein bisschen Wasser in den Wein zu schütten, nur für endliche Systeme. Und das Ferryman's Problem hat diese unfassbar schöne Eigenschaft, dass es ein endliches System ist. Und das ist endlich, weil unsere Regeln keine neuen Objekte erzeugen. Na, und wenn du nur 7 Knoten hast, ist die Anzahl und nur ein beschränktes Alphabet von Kanten, dann ist die Anzahl der möglichen Graphen, die du bauen kannst, halt beschränkt. Ha. Na, und ihr könnt hinterher mal irgendwann ausrechnen, wenn ihr Lust habt, wie viele Graphen es davon geben kann. Aber es ist auf jeden Fall ein endliches System. Mit einer endlichen Anzahl von Knoten und Attributen und Kantentypen kannst du nur eine endliche Anzahl von Graphen erzeugen. Und dementsprechend ist dieses System hier endlich. Es ist sicher, dass das Ganze terminiert. Und dann kannst du über diesen endlichen Automaten, der das hier ist, auch ganz einfache Aussagen machen. Na? Wenn man ein System hat mit unendlichen Graphen, das ist komplizierter. Na, also das nächste Beispiel, wenn du das gemacht hast, ist immer so ein Ampelbeispiel. Und Ampelbeispiele sind böse, weil da entstehen, kommen so Autos aus dem Nichts. Na? Und das heißt, es könnte irgendwie sein, dass dann bis 10 Autos ist alles sicher. Na, aber wenn da 11 Autos in der Schlange stehen, dann könnte sein, da kannst du keine Aussage drüber machen, weil du es nicht geprüft hast. Ne? Und das ist ein riesengroßes Problem. Da hatte Arend Rensing seinerzeit auch schon erste Ideen, wie man das machen kann. Und jetzt sind wir aber an einer Stelle, wo die Wissenschaft schon relativ am Ende ist. Die Barbara König, die hat da fröhliche neue Ideen, wie man das macht.
Und das Problem ist, dass ich die Papiere jetzt schon fünfmal versucht habe zu lesen und jedes Jahr, wenn ich diese Vorlesung halte, versuche ich das wieder und ich schaffe das nicht. Die sind zu kompliziert für mich, ich verstehe das nicht. Ich brauche junge Menschen, die geistig offener sind, die sich mal mit diesem Thema auseinandersetzen und das mal lesen. Oder ich muss Martin fragen oder so, na, wie das geht. Ich glaube, frag Martin. Da gibt es erste Ideen, aber im Augenblick, was wir jetzt hier in der Vorlesung machen, beschränken wir uns einfach auf endliche Systeme. Ne, und das Ferryman-System ist endlich. So, die Lösung von Arendt ist jetzt 100-mal schöner als meine Lösung, weil ich habe damals, weil ich ja keine Kopien von den Graphen machen wollte, ich immer nur einen gemerkt habe, habe ich im Prinzip diesen Suchraum hier einfach durchsucht. Ja, und ich wollte mir immer nur eine Stelle angeguckt und das habe ich dann einfach mit Depth First Search gemacht. Das heißt, ich habe mir eine Stelle angesucht, habe dann einen Nachfolgegraph gemacht, oh scheiße, das geht schief, bin zurück, bin in eine andere Richtung, irgendeine lange Kette, bin irgendwo in eine Sackgasse gelaufen, habe Backtracking gemacht und bin dann irgendwie einen zweiten Weg reingegangen. Das war die Semantik, wie ich damals Progress implementiert hatte. Wenn man das mit Depth First Search macht, spart man sich den Aufwand, dass man erkennen muss, war ich hier schon mal. Das muss Arendt machen und ich wusste damals nicht, wie das geht. Na? Man hat aber den Nachteil, dass man in Schleifen laufen kann. Na, du fährst einfach mit dem Boot, mit der Ziege die ganze Zeit hin und her und merkst es nicht. Na? Und das ist eine mögliche Sache. Dann kann man so Dinge tun wie, da machen wir mal eine A-Sternsuche. Wer weiß noch, was A-Sternsuche ist? Na, du machst so Depth First, aber in jedem Schritt sagst du, okay, ich habe jetzt vier verschiedene Wege, wo ich weitermachen kann, welchen davon nehme ich? Und dann bewertest du die in irgendeiner Form. Tatsächlich wäre eine andere Lösung, wäre Breadth First. Ich mache einfach eine Breitensuche. Ich sage, jetzt gucke ich jetzt mal alle Ableitungswege, wo ich nur eine Regelanwendung, dann alle, wo ich zwei Regelanwendungen, dann alle, mit, wo ich die dritte Regelanwendung mache und so weiter. Dann muss man aber, da hat man so eine Front von Graphen. Na, da hat man 12 Graphen, die durch 3 Regelanwendungen entstanden sind. Und um jetzt die vierte Anwendung zu machen, muss man sich nacheinander diese 12 Dinge angucken. Da muss man zwischen diesen Graphen ständig irgendwie hin und her wechseln. Das konnte ich nicht gut. Deswegen habe ich gesagt, nee, wir machen Depth First Search. Aber auch bei der Tiefensuche kann man immer noch sagen, ja, na gut, ne, hier sind jetzt 4 mögliche Anwendungsstellen. Welche von denen ist denn wahrscheinlich die schönste? Na? Und dann gibt man irgend so eine Bewertungsfunktion ab, so wie bei diesen Schachcomputern, wo man dann die Situation bewertet, in die ich dann gelange. Und dann sagt man da, versuche irgendwie diesen von den 4 Alternativen die Situation am meisten verbessert. Versuch die zuerst. Ne? Und dann würde man relativ schnell mit der Ziege rüberfahren. Und dann würde man immer sagen, naja, jetzt ist empty zurück das Richtige. Na, und dann würde man irgendwie das nächste holen. Und dann würde man sagen, okay, jetzt wäre endlich empty zurück, das nächste, oh scheiße, geht schief. Und dann sagt man so, den Wolf wieder zurück oder die Ziege wieder zurück. Ne, da ist eventuell noch Zufall. Da muss man so ein bisschen mogeln und sagen, ja, nee, ist wahrscheinlich besser, die Ziege zurückzunehmen. Und dann funktioniert das Ganze. Ja, oder vielleicht ein Random-Ding machen, damit man nicht immer den gleichen Weg macht. Ne, wenn man eine Alternative hat, dann versucht man mal das eine, mal das andere. Man muss aus diesen Schleifen irgendwie rausbrechen. Ich habe das damals tatsächlich gemacht, indem ich einfach die Tiefe des Baumes beschränkt habe. Ich habe gesagt, naja, in 30 Schritten müssen wir es eigentlich geschafft haben. Na? Und wenn ich in den 30 Schritten gelaufen bin, habe ich gesagt, okay, das ist ja Holzweg, ich mache mal Backtracking, mache mal irgendwo anders eine andere Untersuchung. Na? Das ist eine relativ simple Geschichte, wie man das machen könnte und ist ein Problem, was man da machen kann. Was man tatsächlich macht, ist CGAR, Counter Example Guided Application of Rules. Du sagst, versuch irgendwie auf diesen Zustand hinzuzuarbeiten. Na, und das, was sich da am meisten hinbringt, macht das bitte als erstes. Na, und Counter Example, die versuchen immer das Gegenteil zu beweisen, wenn sie das nicht schaffen, ist es wahr. Na, das ist ein klassischer Model-Checking-Ansatz, den man da so nimmt. Okay. Ja, das kann man auch. Du kannst es von beiden Seiten aus suchen. Na, also das geht durchaus auch. Wenn das denn klar ist, wie Regeln rückwärts ausgeführt werden. Na, und das ist für die meisten Regeln unfassbar klar, außer für Regeln, die Knoten löschen. Na,
Dann ist klar, rückwärts ist den Knoten erzeugen. Und wie viele Kanten muss ich da jetzt dran kleben? Scheiße, das weiß ich nicht mehr. Na? Womit wir wieder bei einem fröhlichen Disput sind zwischen der Berliner und der Aachener Schule. Die Berliner Schule mit ihren Kategorientheorie verlangte typischerweise was, was die Dangling Edge Condition genannt haben. Die haben gesagt, wenn du einen Knoten löscht und da ist ein Kanten im Arbeitsgrafen, die du mit deiner Regel nicht explizit mitlöscht, dann darfst du das nicht machen, weil sonst eine Dangling Edge entstehen muss. Du musst alle Kanten, die an dem Knoten dranhängen, explizit mitlöschen. Und der Grund dafür ist, dadurch werden die symmetrisch die Regeln, vorwärts und rückwärts ausführbar. Na, weil du jetzt plötzlich weißt, welche Kanten haben da noch dran gehangen. Dann kannst du die Regel eben auch rückwärts ausführen. Und das brauchen die in ihrer Theorie ganz oft, und deswegen haben die das verlangt. Und die Aachener haben immer gesagt, nee Leute, das kann nicht sein. Ich habe ein fertiges Software-System, jetzt füge ich eine Kante neu ein in mein Klassendiagramm, zwischen neuen Kantentyp, und jetzt funktionieren alle Regeln nicht mehr, weil die nicht diese neue Kante noch nicht enthalten und nicht berücksichtigen. Und das kann die bitte schön nicht sein. Ne? Also Beaujolais-Effekt nennt man das. Wenn durch nachträgliches Erweitern meiner System alte Code nicht mehr funktioniert. Ne? Das ist eine ganz, ganz, ganz blöde Nummer. Und da sagt sie, nee, das verlässt unser Verkapselungsprinzip der Softwaretechnik. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Ne? Dann wurden Dogmen aufgestellt, man hat mit faulen Eiern gegeneinander aufeinander geworfen, mit Mistgabeln und Feuer, Fackeln und sowas. Ne? Alle diese Dinge, religiöse Kriege wurden ausgefochten und dann irgendwann haben sie gesagt, ja gut, dann mach es halt optional. Ne? Also und solche Dinge mehr. Ne? Und das heißt, bei uns konnte man nachher eine Option angeben, aber nur, wenn da nichts weiter dran hängt. Und bei den Berlinern konnte man im Prinzip sagen, naja, Dangling Edges ist mir auch egal. Ne? Und das hat weitreichende theoretische Implikationen, und weil die Berliner eben lieber Regeln rückwärts ausführen wollten und jetzt hier in diesem Fall rückwärts suchen wollten, war das für die natürlich zu sagen nein, und für die Software-Techniker war das ein Sakrileg. Na? Und das ging gar nicht. Und solche Dinge mehr. Okay, ja, hey, das sind schon so die wichtigsten Dinge, die wir heute klären wollten. Ich finde das vielleicht nochmal unfassbar schön, ne? Dass man hier wirklich, ja, wo war das denn hier, sich im Prinzip diese Dinge angucken konnte, die verschiedenen Zustände, dann wo wir das in der Regel angewendet und ist das nicht, ne? Also das haben wir erfunden zu einer Zeit, wo der Rest noch in C++ sich mit Virtual Inheritance auseinandergesetzt hat, ne? Und dann sich in Pointern verheddert hat, wie blöde. Und wir konnten dann auf den Konferenzen sagen, naja, guck mal, da macht man hier diese Kante, das wird so umgebogen, da sucht man nach einem Muster von Objekten und sowas. Hier ist das C-Programm, das das Gleiche tut, das waren dann so 50, 60 Zeilen. Und guck mal, wie unfassbar scheiße das zu lesen ist, guck mal, wie schön unsere Sachen zu lesen sind. Die ganze Welt sollte mit Graphversetzungsregeln programmieren. Na, hat die Welt irgendwie nicht gewollt, ich weiß auch nicht warum, na, aber auf den Konferenzen kam das richtig gut rüber. Na, und tatsächlich glaube ich auch immer noch, dass es, wenn man so versucht, ein mentales Modell seines Graphens, seiner Objektwelt, seines Zustands zu machen, dass das eine hilfreiche Nummer ist. Und dass man das sich, ich male mir meine Operation, wenn ich irgendwas programmiere, vorher meistens so auf. Ja, aber das ist, weil ich es jetzt eben schon auch relativ lange mache und kann und solche Dinge mehr. Okay, unfassbar schön. So, deswegen haben wir das alles so gemacht. Und das, was Arendt gemacht hat, war dann tatsächlich ein riesiger Schritt nach vorne. Da wollen wir hin. Na, und tatsächlich nochmal, wenn wir hier geguckt habt, Arendt macht tatsächlich so ein Breadth-First-Search. Na, also wenn ich jetzt hier nochmal auf den Startzustand zurückgehe und das laufen lasse mit langsamer Geschwindigkeit, dann sieht man, dass er halt eben hier vom Start ausgeht, dann die erste Reihe macht, dann die zweite Reihe, das ist klassisches Breadth-First-Search, was der hier so treibt. Na. Das ist eben der Plan B, wenn du ein unendliches System hast. Und das weiß man halt bei so einer Grammatik normalerweise nicht unbedingt. Naja, klar, bei denen weiß ich es jetzt, weil nirgendwo Knoten erzeugt werden. Aber im Allgemeinen ist das ein bisschen schwieriger. Und dann bist du mit Breadth First auf der sicheren Seite. Ja, und dann sagst du, naja, kann schon sein, dass es hier unendlich lange Pfade gibt, aber ich gucke jetzt mir alle erstmal bis zu einer bestimmten Länge an. Ja, und das mache ich so lange, bis ich keinen Hauptspeicher mehr habe. Also diese ganzen Systeme funktionieren im Hauptspeicher. Da passen so im Schnitt
naja, so 10 Millionen Knoten rein. Und dann ist halt Schluss. Ne? Und dann reicht, dann geben die auf. Ne? Dann sagen sie, Peng, Out of Memory Error, bis dahin haben wir es nicht gefunden. Wenn du dein Programm nur 10 Millisekunden lang laufen lässt, ist alles safe. Ne? Also, weil in der kurzen Zeit kannst du nicht mehr als diese Zustände erreichen und alles ist gut. Ja, und für größere Graphen wissen wir es nicht. Hm, schade auch. Ne? Ja. Ja. Du kannst so eine Markierung machen, aber es ist mal kompliziert. Ich zu sagen, zeig mir mal irgendwie, das ging mit irgendeinem Filter. Aber weiß ich nicht mehr, wie das geht. Na, lies das in der Doku. Versuchen wir das mal. Okay. Ha. Halt das mal an. Cancel. Ja. So. Tatsächlich, weil das ein endliches System ist, kann man das auch mit konventionellen Mitteln machen. Und die Alternative, die man hätte machen können, ist die Nummer, die Martin immer so treibt. Und ich will den Vergleich wenigstens einmal gezogen haben. Und ich hatte dafür eine Adobe Acrobat hier. Das ist, habe ich gegoogelt. Wie habe ich das gegoogelt? Damit ihr das findet, ich muss die Quelle hier angeben. Ne? Wo habe ich denn das gegoogelt? Ja, das war glaube ich hier. Ja. Und das kommt von. Na super. Nein. Müssen wir neu googeln. Man sucht nach Promela und Ferryman. Ferry. Ja, das müsste schon reichen. Ich glaube, das war die hier. Ja. Solution to Self-Help Express. Nein. War es nicht. Zurück. Aber wir sind dicht dran. Das hier sieht gut aus, ne? EICS Cumul AC. Keine Ahnung, wo das ist. Und es geht mit CTL ist Constrained Time Logic und LTL ist Linear Time Logics und alle möglichen Dinge und Beispiele und was man so tun kann und ganz, ganz viel Kram. Und wir gucken uns das jetzt mal in dem Acrobat an, da habe ich das schon runtergeladen. Die Folien und suchen da insbesondere nachher nach dem Ferryman-Beispiel. Hier ist es, glaube ich, schon. A Ferryman had to transport cabbage, goat, wolf across a river. Na, und how can we do it? Und die haben einfach gesagt, ha, warum objektorientiert modellieren? Das ist doch bescheuert. Wir nehmen jetzt eine boolsche Variable für die Ferry, die Goat, den Cargo, und den Wolf, nee, Cabbage und Wolf, FGCW, die vier Dinger. Und 0 bedeutet, sie sind links und 1 bedeutet, sie sind rechts. Ne, Boolsche Flex reichen völlig aus. Und dann machen wir daraus Übergänge. Na, und jetzt haben wir prinzipiell 4 Bits, mit denen wir darstellen alle möglichen Zustände. Dann wissen wir schon, mit 16 sind wir gut dabei. Ne, mehr als 16 können es nicht werden. Und go for it. Ne? Und das tut's, verrückterweise. Na, und dann kann man noch Regeln definieren. Bla 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 bla. Komm, zeig dich, du Feigling. Da gibt es irgendwelche Formeln. Na, also das Ziel ist, F, G, W und C sind alles gleich 1. Und dann gibt es so Regeln, die sagen, ja, wenn G gleich W und C gleich G oder C gleich G, dann folgt daraus G gleich F. Und F war lad die Ziege in die Ferry oder so ähnlich. Na, irgendwie, ne? Machst auf diesen Bullschen Dingern Übergänge
Und dann ist das alles auch relativ leicht lösbar. Ja, das sind hier die verschiedenen Regeln, die du so formulierst. Bla bla bla, ist gar nicht so wahnsinnig viel. Und dann gibt es eine Sprache, Promela heißt das Ganze. Das ist tatsächlich ein moderner Model Checker. Ist nicht der einzige, es gibt einen noch moderneren, der noch weiter verbreitet ist, frag Martin danach. Und da schreibst du das im Prinzip genauso hin. Ja, dann sagst du, ja, es gibt hier so Bits, Ferryman, Goat, Cabbage und Wolf, alle am Anfang alle 0. Und dann gibt es eine Procedure, die heißt Ferryman und die sagt irgendwie, wenn Ferryman gleich Goat, dann in einem einzigen Schritt, Ferryman wird zu 1 minus Goat, Goat wird zu 1 minus Goat und das heißt, du gehst auf die andere Seite. Ha, ne, und dieses 1 minus ist natürlich auch schon unfassbar cool. Ne? Also, um das Bit zu flippen. Solche Dinge mehr und dann hast du noch diese Regeln und das Ganze tust du irgendwie in einer Schleife, bis du irgendwie so ein Accept hattest oder so. Ne? Oder nee, du, go to accept all oder das andere sagt, mach es normal, ich weiß es nicht genau. Ne? Und dann machst du hier so ein Init, lass das Ferryman laufen und das löst das Ganze. Verrückt. Ne, und dann kriegst du irgendwie die Folge von Zuständen zurückgeliefert, die dir den Weg markieren. Ist alles kein großes Ding. Das passiert jetzt auch nur auf dieser Temporallogik. Genau. Das ist Temporallogik, genau. Und du brauchst Temporallogik, Prädikatenlogik. Da sind alle Variablen irgendwie belegt. Und dann machst du auf statischen Belegungen dieser Variablen und versuchst du irgendwas rauszukriegen. Temporallogik ist, da änderst du die Belegung der Variablen über die Zeit in mehreren Schritten und kriegst dann eine zeitliche Abfolge von Variablenbelegungen. Ne? Und diese Regel, die dann sagt, wenn der gleich dem ist, macht das, macht aus dem ganzen Ding ein Graphversetzungssystem beziehungsweise ein temporallogisches System und das ist einfach sich genau das Gleiche. Ja, und das ist aber in Prädikatenlogik erster Stufe nicht drin. Ne? Da gibt es und oder nicht und exists und all. Na, und hier gibt es noch, und wenn es so ist, macht das. Ne, also so ein Ersetzungsschritt, so ein Transformationsschritt, der ist da mit drin und da gibt es eine enge gedankliche Verwandtschaft. Ne. So, ja, wir Softwaretechniker haben uns das angeguckt und haben uns gesagt, ja, nee, das ist nicht so, wie wir das programmieren wollen. Ne, wir wollen objektorientierte Modellierung, aber ja, es geht schon auch. Ne. Und am Schluss eines langen Tages diese bitbasierten Dinger, formuliere ich jetzt mal so, die sind unfassbar effizient. Da gibt es extra so Binary, ja, BDDs heißen die, Binary Decision Diagrams oder sowas, mit denen du das symbolisch auswerten kannst, die unfassbar effizient sind. Und die, wenn du das Problem geschickt formulierst, dir einen Zustandsraum mit bis zu 1024 Variablen vollständig durchsuchen können. Also 1024 Bit ist so die Größenordnung, bis die du kommst. Ja, und das sind ja dann immerhin schon 2 hoch 1000 mögliche Zustände, die du erreichen kannst. Das ist schon scheißen viel. Ne? Das ist 10 hoch 300. Das ist mehr als die Atome im Universum. Ne? Also das ist schon echt scheißen viel. Und das schaffen die vollständig zu durchsuchen, weil die geschickt Zustände zusammenfassen, die gleich sind. Ne? Und mit 1024, also in die Größenordnung 1024 Graphen komme ich nicht. Ne? Bei uns ist so bei 1 Million Graphen spätestens Schluss. Ne? Das ist 10 hoch 6. Ne? Oder 2 hoch 20. Ha. Ne? Das ist nicht genau das gleiche wie 2 hoch 1000. Ne? Also die sind da wirklich, wirklich weit vorne gewesen. So SAT-Solver sind die nächste Stufe davon, Satisfaction-Solver, das ist, gibt es eine Möglichkeit, Variablen mit irgendwas zu belegen, die kann man auch in Richtung von solchen Transformationssystemen und Linear Time Logic weiterentwickeln und damit kann man fröhliche Dinge machen. Zusätzlich zu dem, was wir jetzt eben im Ferryman-Problem schon gemacht hatten, bei Groove war, wir hatten den kompletten Erreichbarkeitsgraphen erzeugt, und hatten dann gesagt, wir wollen bitte einen Erreichbarkeit, die Regeln so umprogrammieren, erweitern, dass es nur noch sichere Zustände gibt. Ne, das ist eine Möglichkeit, mit so einem System umzugehen. Was man auch machen kann, ist, man kann, das nennt man Controller Synthesis. Du baust einfach ein Programm, das in jedem Arbeitsschritt
immer guckt, in welcher dieser möglichen Situationen bin ich jetzt gerade? Und dann anguckt, so was sind die möglichen Wege, die ich jetzt beschreiten kann? Also was wäre die Folgeoperation, die ich machen kann? Und welche davon führen mich in den Abgrund und welche sind sicher? Das heißt, ich färbe diesen Erreichbarkeitsgraph in erlaubte und nicht erlaubte Bereiche, in rote und grüne, und sage dann meinem Programm, guck, wo du bist und wähle von den möglichen grünen Nachfolgern ein. Ja, und wenn du in dem grünen startest und immer im grünen bleibst und es auch immer weitergeht, kannst auch Liveness, also du sagen, ja, ich komme hier immer wieder zurück. Solche Aussagen kann man dann alle auf diesem Ding hier machen. Und dann kannst du sagen, hey, ich brauche das gar nicht mehr programmieren, ich brauche meine Graphersetzungsregeln nicht, um irgendwas komplizierte Conditions erweitern, damit die nur sichere Sachen machen. Ich gucke immer, in welchem Graphen ich bin und gucke danach, welche von den möglichen Anwendungsstellen führt mich hier in so einen roten Bereich und die mache ich dann eben nicht. Na, das nennt man Controller Synthesis und da war schon auch so die Idee, boah, guck mal, wenn wir das machen können, brauchen wir das gar nicht mehr zu programmieren, sondern wir können einfach den Controller, diese Bedingungen hier durch so einen endlichen Automaten repräsentieren und dann damit unsere Ampelsteuerung machen und haben nicht, brauchen auch nicht mehr, ja, also uns den Kopf zu machen, dass das Programm richtig ist, sondern wir synthetisieren die Ampelsteuerung durch so einen Automaten und dann ist gleichzeitig, wir brauchen kein Brain reinstecken und es ist garantiert, dass es sicher ist. Ja, das ist die Grundidee, die man damals so hatte. Und das Problem ist, funktioniert halt nur für endliche Graphen, ne, und bei 10 hoch 300 ist halt Schluss. Ja, und da kommt man erschütternd schnell hin. Ne? Also bei Promeller ist das Problem ja Boolsche Flex, ne? 0 und 1, das geht super. Wenn da so ein Integer ist, dann ist das schon 32 Bit weg. Ne? Dann kannst du nur noch 30 davon machen. Dann hast du deine 1000 Bits voll. Ne? Weswegen die bei Promeller typischerweise den Wertebereich, den so eine Integer-Variable anwählen nehmen kann, total stark einschränken und sagen, ah nee, das geht, zählt nur bis 10 oder nur bis 8 oder nur bis, ne, irgendwie so, um einfach den Zustandsraum kleiner zu kriegen, den man dann durchsuchen muss. Ne? Oder was man dann auch macht, ist, man macht Abstraktionstechniken und das ist wichtig, weil wir das wahrscheinlich in unseren Graphen auch anwenden wollen würden. Man sagt, naja, Integers, unfassbar so viele Bit, aber eigentlich interessiert mich nur, boah, guck mal, da steht x größer 10. Das heißt, interessiert mich nur, ist kleiner als das oder größer als das? Na, und dann ersetze ich den tatsächlichen Integer-Wert durch so einen kleiner 10, größer gleich 10. Und dann ist aber das Problem, jetzt rechne ich plus 1. Shit, bin ich jetzt immer noch kleiner als 10 oder bin ich jetzt größer als 10? Und dann sagt man, wenn ich vorher größer als 10 war, bin ich nachher immer noch größer als 10. Wenn ich kleiner war, weiß ich es nicht genau. Und dann sagt man, ja, kann beides sein. Ich verfolge mal beide Pfade weiter. Na? Aber man schafft es dann trotzdem, den Zustandsraum durch so eine Abstraktion einzuengen. Und man kriegt dann das Problem, dass man sofort positiv hat, dass in diesem eingeschränkten Graph Pfade gehen, die in dem richtigen Graph nicht funktionieren würden. Das heißt, man versucht dann irgendwie so einen Weg zu finden in dem abstrahierten Graphen und dann muss man anschließend versuchen, ob man diesen Weg in dem richtigen Erreichbarkeitsgraphen nachstellen kann oder ob das nicht mehr geht. Aber das sind Techniken, die gerne verwendet werden an der Stelle. Sowas würde ich auch gerne haben, aber ich verstehe die Papiere von Barbara König nicht. So, und jetzt müsste so ungefähr meine Zeit rum sein, gefühlt. Ach, verrückt. Dann sind wir auch fertig für heute. Eure Hausaufgabe ist Nein? Wo war denn der Ferryman? Iha, Slides. Wo ist PowerPoint? Zeig dich, du Feigling. In dem Slides-Ordner, den müsstet ihr sehen können, gibt es hier so ein Missionare und Kannibalen PowerPoint. Iha. Das ist ein verwandtes Problem. Drei Kannibalen und drei Missionare stehen vor einem Oberfluss und wollen ihn überqueren, passen immer nur zwei in ein Boot. Es ist nie gut, einen Missionar mit zwei Kannibalen alleine zu lassen.
Ne? Und das ist unfassbar rassistisch, dieses Beispiel. Und das geht heutzutage überhaupt nicht mehr. Ne? Und wir können nur hoffen, dass die Missionare People of Color sind und die Kannibalen irgendwie alte weiße Männer irgendwie, ne? Also ja, ne? Also bitte ich davon zu abstrahieren, das tut mir furchtbar leid. Aber das Beispiel ist halt klassisch. Ne? Und das ist eben das Gegenstück zu dem Ferryman's Problem. Und kann man sie dann damit eben auch wunderhübsch machen. Und bitte modelliert die Startsituation als Graf in Groove. Also wir machen das mit Groove. Baut Regeln. Errechnet den Erreichbarkeitsgrafen und sagt mir, wie es geht. Na? Und ja, ich setze den GitHub Classroom auf. Ihr könnt die Grammatik irgendwie exportieren. Dann gucke ich mir die an. Man kann hier irgendwie sagen, File, Load Grammar, Save Grammar. Genau. Na? Die Bedienung von diesem Ding hier ist unfassbar kompliziert. Irgendwie einen Knoten neu malen geht mit einem Doppelklick, glaube ich. Oder so ähnlich. Ne? Ja. Müsst ihr die Doku für lesen. Es ist unfassbar kompliziert, wie das geht und da muss man ganz komplizierte Sachen machen. Genau. Genau, dann kann man es immer ausprobieren, ein Graph, eine Regel, gucken, wie weit komme ich und so weiter und so weiter. Ihr erzeugt keine neuen, aber die Tendenz ist eher zu sinkenden Zahlen. Na, also Bevölkerungsexplosionsproblem haben die in dem Beispiel nicht. Genau. Wunderhübsch. Ja, es gibt ein Boot mit linker und rechter Riverside. Na? Und tatsächlich ist es noch so, ich glaube, nur einer von den Kannibalen kann rudern. Da muss man so einem von diesen Kannibalen noch so kann rudern Kante geben. Ne, oder ein Attribut und das auch abfragen. Ich glaube, das macht das Beispiel komplizierter, wenn man das macht oder nicht. Oder vielleicht einfacher, das kann ich gar nicht sagen. Von mir aus könnt ihr beides ausprobieren. Ne? Und ich schicke euch noch einen Link zu GitHub Classroom und da checkt er dann die Grammatik ein, dann gucke ich mir das da an. Ja, eine dieser guten Fragen. Discord. Discord finde ich total gut. Gibt es einen Discord? Hey, es gibt einen Discord. Ich mache das in Discord. Ja, wir machen das in dem Discord fürs Fach, für dieses Dings. Okay. Cool. Na, viel Spaß damit. Ihr braucht Java 8 dafür, nicht vergessen, nicht wundern. Sorry for that. Aber eigentlich macht das total viel Spaß, das mal zu machen. Und wenn wir das haben, dann können wir nächste Woche anfangen, das selber zu implementieren. Ja, und das sieht erstmal unfassbar groß kompliziert aus, aber ich habe es jetzt inzwischen so oft gemacht, das ist total einfach. Das ist unfassbar leicht. Ja, also, es gibt einfach so 3, 4 Effizienztricks, die man kennen muss. Und dann geht das total easy. Okay. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich mein OBS finde, damit ich das anhalten kann. Und dann irgendwie